Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch wieder. Willkommen zurück zu Life is Feudal am Mittwoch. Ja, wie ihr im Hintergrund sehen könnt, bei uns brennt's mal wieder. Silkin hat's wieder geschafft, seine Schmiede kaputt zu kriegen. Und ja, dazu begrüßen wir natürlich erstmal die heutigen Spieler. Natürlich Silkene. Hi. Barock von Sornbold. Kuckuck. Gimli. Moin. Raman. Kuckuck. Und Nicola. Ja, was machen wir? Ich bin jetzt erstmal dazu abgestempelt worden, wieder Reparatursätze herzustellen. Barock schüttet oben an seinen Baustellen rum. Und der Rest? Ja, ich unterstütze gerade ein bisschen Nicola bei ihrem Straßenbau. Und setze hier schon mal Markierungen, bis wo die Außentürme und sowas gehen. Damit wir uns da nicht ins Gehege kommen, das wäre ärgerlich. Dafür, dass Nicola sich umnennt. Warum? Ich nicht. Jedes Mal, wenn ihr Name fällt, habe ich Lust auf einen Ricola-Bonbon. Du musst widerstehen der Versuchung. Krieg meine Nummer ans Telefon. Nein. So, dann wollen wir jetzt erstmal wieder den Titel der Dienstagsfolge auf die Mittwochsfolge ummünzen. Wir erfüllen heute Wünsche. Tja, und da gehen unsere ganzen dicken Felle hin. Halt was durch für Reparaturkits, ne? Mhm. Aber wenigstens nimmt die Straße hier langsam Form an. Können hier bald die ersten Steine herkamen, denke ich. Ich bringe euch Marmor. Da muss aber die komplette Straße Marmor sein. Ne? Ja, kein Thema. Das ist ein bisschen dekadent. Wir sind die Planlosen. Dekadent geht die Welt unter. Hauptsache der Bergfried, da muss alles für gegeben werden. Da gibt's auch Marmorstraßen. Wieso? Du könntest doch auch die Straßen mit Gold machen. Nein, die kann man nicht pflastern. Pflastern ist Maximum Marmor oder Schiefer. Haben wir noch Messer auf Lager, Silkene? Guck in die Kiste. Ich meine, da war noch ein oder zwei drin, ne? Meinst du Schnitz- oder Häutungsmesser? Arbeitsmesser für Reparatursätze. Mein Messer hat sage und schreibe 2 Stück überlebt. Oh, da warst du aber schon gut runter, ne? 3,8%. Da gucken wir uns mal das Chaos hier in seiner Kiste an. Bei mir ist das aufgeräumt. Bei mir auch. Bei mir war es das letzte Mal auch aufgeräumt. Dann wurde die ganze Kiste geplündert und jetzt ist sie nicht mehr aufgeräumt. Tatsache, ein Messer habe ich noch gefunden. Was ist es? Ein Messer. Okay, damit kann man arbeiten. Soll ich gleich die ganzen Sätze drauf verballern oder? Auch wie du denkst, die Ofen kommen als nächstes bald dran. Ja, mach einfach alle, die brauchen wir sowieso früher oder später. Was weg ist, ist weg.
Gut, dann mal das Übliche. Untersuchen wir mal den Gegenstand. Die Schmiede hat eine Haltbarkeit von 6400. Aufgerundet. Jetzt zappelt so ein Pferdefuhrwerk am Baum. Hä? Wo? Hier ist so eine Plete bei den Feldern. So eine Prahle. Keine Ahnung, für was ihr das mal gemacht hattet. Großer Stall oder sowas sollte das wohl werden. Ich glaube, das wird die neue Apfelplantage da hinten. Und da ist ein Wagen? Ja. Dann ist das bestimmt also hier Jukas. Steht großer Stall zumindest. Bei richtig, das ist meine Baustelle gewesen, die ich vorbereitet habe. Ich sagte doch, Woche der Wunscherfüllung. Silkene wollte einen großen Stall, da hinten kriegt er ihn. Noch steht er nicht. Du, das Material, was für den großen Stall gebraucht wird, ist lächerlich. Das Einzige, was du mir dafür machen musst, sind 120 Mortel. Wir sind fertig. Siehst du? Der Rest ist meine Aufgabe. Rest ist Holz, Stroh, Fenster, Mortel und das war's. So, die Schmiede ist wieder auf eine Haltbarkeit von 8800. Reicht dir das? Bis sie wieder brennt. Also ich habe dieses letzte Mal bis auf 400 Punkte voll gemacht und die war trotzdem ratzfatz wieder hin. Ja, aber Werkzeug habe ich ja schon fertig, also das geht. Also, dann hältst du eine Weile, ja. ...18 Schaufeln, 8 Sägen, 20 Spitzhacken, ja. 10 Äxte. Das hält wieder einen Moment. Wollte eine Zeit lang halten. Da muss ich auch gleich die Kiste wieder aufräumen, so ein Scheiß. Warum sind in meiner Werkzeugkiste noch 56 Zähigkeitszubereitungen drin? Hä? In deiner Werkzeugkiste? Ja, da wo die Werkzeuge drin sind. Oh, keine Ahnung, was die da machen. Kräuterpfuscher? Wer, ich? Nein, das war eine Frage an ihn. Ich? Ja. Ich pfusche nicht. Was machen deine Zähigkeitszubereitungen in meiner Werkzeugkiste? In der Werkzeugkiste wüsste ich jetzt nicht, dass ich da welche reingepackt habe. Und dann auch noch 56 Stück. So, 6 Sätze sind auf Vorrang. Ich habe im Bereich der Küche welche hingepackt, aber in der Werkzeugkiste nicht, ne? Ja, deswegen frage ich. Was? Tja, wir haben hier neuerdings ein Teleportspiel. Hier müssen irgendwo Endermen sein. Die packen sich irgendwelche Sachen und stellen die um, wie Erzkarren und Ausdauertränke. Also ich Figuren. Bin mir hundertprozentig sicher, den Karren, den ich hochgezogen hatte in die Mine, der war leer letzten Freitag. Tja, ist wohl ein Zauberkarren. Also alles, was ich irgendwo hingelegt habe, ist noch genau da, wo es war. Also, muss an euch liegen. Immer sind wir schuld, ne? Du erwartest darauf keine Antwort, oder? Nicht wirklich. Das war ja auch eine Feststellung. Die Werkzeugkiste war die obere, ne? Ja. Ist halt momentan gerade etwas voll. Also wenn du willst, kann ich es dir auch geben. Also rausholen und dir geben.
Hexe. Ich habe die Zubereitung mal rausgenommen. Achso, ja gut. Ja, ich dachte, falls du nicht findest, weil die, ja, etwas voll ist. Ich wüsste halt auch nicht, warum ich Zähigkeitszubereitung mal bestellt hätte. Deswegen wundert es mich. Wie man da hinten auch nur die andere Fackel immer sich bücken sieht, ne? Ist bei mir auch nicht anders. Nüsse, 12 Nüsse, 29 Nüsse, alle in einer Truhe bei der Küche. Jep, da habe ich die meine Nüsse auch alle mit reingeschmissen. Und was soll ich damit? Der hat ja gesagt, dass du die nehmen sollst. Sind in meiner Küche. Ess die auf. Nüsse, so schön knoss. In der Küche kann ich die nicht verwenden. Das ist wirklich nur Raw Food. Seien die haben neue Rezepte hinzugefügt, aber das war ich zu bezweifeln. Hast du das GameStar-Turnier vom PUBG verfolgt? Nein. Ist das ein Ball oder was ist das? Nee, es gab an der Gamescon, ist quasi das erste richtig große Turnier für PUBG mit $350.000 Preisgeld. Oh, okay. Und das ist grandios in die Hose gegangen. Klär mich jetzt bitte nochmal eben kurz auf, welches Spiel? Keine Abkürzung. Battlegrounds. Ah, gut, mit dem ich ja keine Abkürzung verwenden. Sagen wir fast jedes Mal. Auf jeden Fall, Hardware-Probleme, Sound-Probleme, Admin-Probleme, Regelwerk-Probleme, gar kein Regelwerk. Es ist also grausam gewesen anscheinend. Oh, super. Und wer hat gewonnen? Keiner. Irgendein Ausländischer. Die Deutschen sind etwas untergegangen. Ich glaube, beste Deutsche war Moondai mit irgendwie Platz 14 oder sowas von 60. Oh, dabei spielt er aber echt gut. Ja. Also das war, glaube ich, im Doppel. Im Einzel und so sind sie weiter zurück und im Vierer waren sie auf irgendwas in die 50. Okay. Sind halt
Turniere waren Einzel, Doppel, Vierfach und Einzel im Third Person. So, Ego-Perspektive und Third Person war Einzel jeweils aufgeteilt. Ja, das macht ja auch Sinn. Oh, ich muss gleich das Graben abbrechen, glaube ich. Ich brauche Ausdauertränke. Oder ich muss mich mal eine Weile hinsetzen. Das Klettern jetzt drin ist, hast du ja mitbekommen, oder? Das was? Klettern. Ja, die neuen Animationen dafür und so, ja. Das habe ich gesehen. Ja, nicht nur Animationen, du kannst jetzt halt auch klettern. An Felsen hoch, über an Gebäuden hoch und alles. Ja, wobei das noch nicht ganz so sauber funktionieren soll. Ja, der sucht, du hast nur eine Taste für alles und er sucht sich halt was aus. Und wenn die KI sagt, nö, da will ich nicht, ja, klappt's nicht. Du musst den Punkt ganz genau treffen und so. Ich habe noch 5 Ausdauer, ich hole mir mal eben einen Trank. Haben wir eigentlich noch irgendwo Stroh auf Lager oder haben wir das wirklich alles weggeschmissen? Ich habe gesagt, behalte was du brauchst, den Rest lassen wir liegen. Jetzt brauchst du was. Ne? 250. Tja, das ist doof. Gerade jemand in der Nähe des großen Lagerhauses, könnte mal nachgucken. Das Stroh müsste ich irgendwo in einem der Lagerhäuser eingelagert haben. Ah, wie wär's mit dem 400 Stroh im großen Lagerhaus? Okay. Dann wird da auch mal wieder ein bisschen ausgemistet. Warum machst du den Baum da nicht weg? Gleich. Noch nicht so weit. Achso, okay. Ich dachte, es hat einen Grund. Nö. Weil, der sieht so schön aus. Man will umzubauen. Qualität 1. Ich glaube nicht. Ich hab den noch nicht mal untersucht. Naja, alle guten Dinge sind 3. 3 was? 3 Versuche, das scheiß Holz hier abzulegen. Sieht zwar eklig aus, aber sitzt. Wieso? Sind Maden dran oder was? Proteine.
ist das denn da? Einfach so systemlos an der Wand klatschen? Ja, es rutscht doch sowieso nach unten. Sie schubst ihn da wieder auf. Ja, hab einen zu viel geklickt. Wieder wieder runter, ja? Ja, ich frage mich gerade, in welche Richtung müssen wir eigentlich? Immer geradeaus. Also jetzt nochmal geradeaus. Aber dann kommen da vorne irgendwelche. Ja, die Kräuterbeete hauen wir weg. Was? Nix. Das heißt, gut, brauche ich dann keine Tränke mehr machen, ne? Alles seine Vor- und Nachteile, ne? Ganz genau. Pass auf, wir planen mal ein bisschen. Er hat das böse Wort gesagt. Ich würde sagen, wir arbeiten erstmal genau auf die Belagerungswerkstatt zu. Warte, wo ist denn die Außenkante der Straße? Ich muss mal eben ein Maß von der Straße haben. So, diese Reihe hier. Wo wollte die Straße denn längs führen? Und damit bauen wir direkt durch die Belagerungswerkstatt durch. Das ist schlecht, dann muss das Ding ja abgerissen werden. Nee, die Straße macht dann Schlenker. Auf die Kräuterbeete zu. Finde ich gut. Nein, nein. Hier ran. Also die Bäume fällen weg. Ja, der Wald hier muss weg. Nur die ausgewachsenen hier, die richtig größeren oder auch die kleinen? Ja, die sind ja eigentlich noch frisch gepflanzt, ne? Aber die stehen egal, irgendwie. Haut weg. Klopf weg die Scheiße. Also wir machen das so, wir ziehen die Straße hier runter. Und dann machen wir irgendwo hier den Schlenker. Hier so am Waldansatz. Dann gehen wir hier rüber und genau da durch. Siehst du? Also wir sollen aber da vorne an der Straße wollen wir rauskommen, oder? Genau, wir wollen hier irgendwo andocken. Die Straße passen wir dann entsprechend an. Dass das gerade in einer geraden Fläche übergeht, weißt du? Das heißt, hier ein bisschen weg, da ein bisschen drauf. Okay. Na gut, weiß ich Bescheid. Und dann müssen wir mal gucken, was wir hier als Maß nehmen. Ich würde fast sagen, so 23 oder so. Also dementsprechend 22,9. Ist das die Endhöhe der Straße? Die Straße sollte bei der Belagerungswerkstatt hier irgendwann auch nochmal neu gemacht werden, war die Rede von.
Ja. Also ich plane meine Straße beispielsweise hinten beim Bauernhof gerade auf 30. Weil es hier hinten von der Höhe sich das halt sehr anbietet. Oh mein Gott, das wird schon wieder richtig dunkel. Es ist Zeit, die Fackeln auszurüsten, sonst wird man wieder vom Barock geschlagen. Wenn du ihn reitest, bestimmt. Ja, so eine Steige können wir hier auch nicht runter. Wenn das hier auf 25,5. Dann müssen wir 23 nehmen als Straßenhöhe. Also 23 muss die Straße werden. Okay. Boah. Ich bin tot. Mich hat ein Baum erschlagen. Jo, oh, Das wäre eine ganz schöne Schweinerei. Und vor allem muss das mal so bedenken, Barock. Der Naturschutz. Die werden wie. Ich kann die Schlagzeilen schon lesen. Du kannst lesen? Ab und zu, ja. Du überraschst mich immer wieder. Von wegen Umweltschützer kritisieren erschlagenen Mann. Umwelt verschmutzt. So, jetzt brauchst du wieder Erde. Ja. Weißt du, wo du die wegkriegst? Nein. Soll ich direkt an der Belagerungswerkstatt vorbei, gerade durch weggeschlagen? Ja. Mach das mal so. Genau dran lang, ja. Und dann nehme ich von da oben das Maß. Die Erde kannst du von. Wo bist du? Hinter dir. So, ich hole mir die Erde mal hier weg. Siehst du, ich gleiche das hier auch so ein bisschen an. Moin. Habe ich angefangen bei 18,5, 19, 19,5, 20. Jetzt mache ich hier 20,5. Ja. Und dann gleiche ich da hinten die Straße und so schon mal an. Also du haust jetzt direkt die Reihe hier an der. Ich mache gerade durch einmal eben, ja. Genau. Okay, lass mal ein Feld Luft zwischen Belagerungswerkstatt und Straße dann. Das kommt besser hin. Ich habe sozusagen diese Reihe, wo ich jetzt gerade bin. Da bin ich gerade am Durchschlagen. Ja, das ist gut. Da kannst du bleiben. So, und dann korrigieren wir die Straßenhöhe nochmal auf 24. Ja. Wird das 24, 2, 4. Ja, das musste gerade gehen. Also Straßenhöhe 24. Ich setze hier schon mal eine Markierung. Deiner steht noch oben auf der Baustelle. Ja, okay, dann nehme ich den gleich wieder. Nanu? Oh, bei mir hat es gerade geleckt. Pfeilklump. Aber ich sehe auch gerade, wir sind schon wieder am Ende unserer Aufnahmesaison. Deswegen, wenn es euch gefallen hat, Daumen, Kommentar, bitte morgen. Wenn ihr bei Barock schaut, schaut auch mal bei mir. Wenn ihr bei mir schaut, schaut bei Barock rein. Wenn ihr mitspielen wollt, jeden Sonntag zwischen 18 und 22 Uhr. Server-IP findet ihr in unseren Videobeschreibungen, genau wie das Passwort. Wenn ihr mitspielen wollt, allein oder mit mehreren, schreibt es uns in die Kommentare. Wenn ihr alleine seid, kommt auf den Server. Wenn ihr mit mehreren kommen wollt, schreibt uns eben an, damit wir den Server eben vergrößern. Und ansonsten sage ich einfach mal, wir sehen uns am Donnerstag wieder und wir verabschieden uns von euch. Tschüss, tschüss. Tschüss. Tschüss.